Also eins von den großen Problemen im Bio-Kartoffelanbau ist der Drahtwurm. Der Drahtwurm ist jetzt nicht ertragsrelevant, aber die Knollen sind einfach nicht verwertbar mit den Löchern von den Drahtwürmern. Das heißt, der Verlust durch Drahtwurmschäden ist einfach sehr groß. Also in dem Video möchte ich einen Überblick geben, dass es Möglichkeiten gibt, gegen den Drahtwurm vorzugehen. Die wichtigsten Voraussetzungen sind, man muss wirklich langfristig denken, über mehrere Saisonen hinweg und wirklich ausdauernd und zäh sein, so wie die Drahtwürmer selber auch. Es ist ja so, dass die Schnellkäfer, das sind die Erwachsenen von den Drahtwürmern, ja nicht gezielt zu den Kartoffeln gehen, sondern die gehen auf Grasflächen, also Kunst- und Naturwiesen gleichermaßen, und legen dort ihre Eier ab. Und daraus lässt sich schon ableiten, dass es möglichst wichtig ist, dass man zum Beispiel nach einer Kleegraswiese möglichst langen Abstand hat bis zu den Kartoffeln. Entgegen der Annahme, dass Drahtwürmer gerne Kartoffeln fressen, Drahtwürmer können Kartoffeln als Nahrung nicht gut verwerten. Sie sind nicht in der Lage, die Stärke zu verdauen, sondern sie greifen die Kartoffeln in erster Linie an, um Wasser zu kriegen. Also sie beißen eigentlich die Löcher in die Kartoffeln, um zu trinken, wenn man es überspitzt formuliert. Und ein hoher Stärkegehalt in den Kartoffeln ist daher für die Drahtwürmer nicht attraktiv. Und das mag ein Grund sein, warum es Sortenunterschiede gibt. Die Drahtwürmer sind auf Austrocknung sehr empfindlich und man muss daher versuchen, sie mit der Bodenbearbeitung zu treffen, zu Zeitpunkten, wo sie auch wirklich an der Oberfläche im Boden vorhanden sind. Ein guter Zeitpunkt ist meistens im Spätsommer, zum Beispiel nach der Getreideernte, wenn die ersten Regenfälle nach der Sommerhitze wieder kommen. Da gehen die Drahtwürmer meistens in die oberen Schichten. Und zu dem Zeitpunkt erreicht man sie dann gut mit Bodenbearbeitungsmaßnahmen. In den letzten Jahren ist verstärkt versucht worden, alternative Bekämpfungsmöglichkeiten zu finden gegen die Drahtwürmer. Nicht nur für den biologischen Landbau, sondern generell, weil es einfach alle sehr wirksamen, aber auch mit vielen Nebenwirkungen behafteten Bodeninsektizide entregistriert wurden. Und auch da hat man versucht, so in der Natur mal sich ein Vorbild zu suchen und hat gesehen, dass in Naturwiesen die Drahtwurmpopulationen von den Pilzen, die im Boden schon vorhanden sind, eigentlich sehr gut in Schach gehalten werden. Und das Problem ist, im Ackerbau lässt sich das nicht eins zu eins übertragen, weil die intensive Kulturführung, gerade bei Hackfrüchten wie bei Kartoffeln, die Etablierung des Pilzes im Boden verhindert. Und die Herausforderung, die wir jetzt haben, ist, versuchen, diese Pilze, die also die natürlichen Gegenspieler auch hier in der Schweiz der Drahtwürmer sind, fit zu machen für einen Einsatz im Ackerbau. Es gibt auch ein erstes Produkt in Deutschland bereits auf dem Markt. Das beruht auf Kapseln, die einerseits CO2 ausstoßen, um Drahtwürmer anzuziehen, und andererseits den Pilz enthalten, um dem Drahtwurm, der dann angelockt wurde, abzutöten. Und dieses System wird gerade geprüft vom Havel in Zollikofen, gemeinsam mit Partnern von Deutschland, der Universität Göttingen zum Beispiel. Und die zweite Möglichkeit, die es gibt, ist dadurch, dass die Drahtwürmer jahrelang im Boden sind, ist man ja nicht darauf angewiesen, sie wirklich direkt in der Kartoffelkultur zu bekämpfen, sondern man kann vorausschauend auch schon in einer Vorkultur die Bekämpfung machen, die für die Pilze besser geeignet ist. Das simuliert eine Kunstwiese und man sieht unterhalb der Wiesensamen hier die Körner der Pilzgerste, also wie der Pilz ausgebracht wurde, gemeinsam mit der Ansaat der Zwischenbegrünung sozusagen. Und die Sporen, die von diesen Körnern abgehen, haben den Drahtwurm hier schon infiziert. Und man sieht die Pilzinfektion daran, dass aus dem toten Wurm das weiße Myzel auswächst. Und die Sporen, die dadurch in die Erde kommen, können andere Drahtwürmer wiederum infizieren. Und die ersten Versuchsergebnisse, die wir haben, deuten darauf hin, dass das eine recht erfolgversprechende Variante ist der Drahtwurmbekämpfung, der biologischen Drahtwurmbekämpfung.